Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblenkosa. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich wollte dir eine kurze Information da lassen bezüglich des Upload-Plans. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich hatte ja mal mein Bedenken geäußert, dass wenn ich zwei sehr fordernde kreative Spiele spiele, dass ich dann eventuell nach 1, 2, 5, 8, 12 Wochen sage, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf Plankosa oder mit Plenzu. Ich schaffe das einfach nicht. Das ist, weißt du, zu fordernd alles. Und deswegen, ich habe wirklich ultra viele Gedanken gemacht. Und ich kam zum Entschluss, dass ich die Folgen von Planet Zoo weiter so bringe, außer der Donnerstag. Normalerweise kommt ja immer dienstags, donnerstags und samstags Planet Zoo. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich Planet Zoo, in Anführungsstrichen, du siehst das jetzt gerade nicht, aber irgendwann wird die Facecam auch wieder kommen, dass ich dann auf jeden Fall Planet Zoo nur noch, wie die Anführungsstriche, ne, dienstags und samstags bringen werde. Und donnerstags kommt dafür Planet Coaster. Und ich glaube, da fahre ich echt am besten mit, kann mich auf beide Titel voll und ganz konzentrieren. Und ich möchte auch unbedingt den neuen Themenbereich machen. Und die Piratenstadt will ich ja sowieso fertig haben. Also es ist noch sehr viel zu tun, aber ich freue mich wirklich. Ich freue mich auf beide Spiele, außer, das kann ich jetzt schon mal sagen, außer bei Plankosa die Nachsynchronisation. Das sage ich immer wieder, da bin ich gar kein Fan von. Also wenn anderen das liegt, ne, jeder so wie er möchte, aber ich bin da kein Fan von, weil ich kann es einfach nicht. Ich brauche Sachen zum Interagieren. Ich gestikuliere hier gerade mit meinen Händen, habe eine Flasche in der rechten Hand, in der linken Hand, die wedelt hier rum, weil ja, ich muss irgendwas zu tun haben. Und deswegen freue ich mich auch immer, wirklich immer wieder auf den Gasstation Simulator, weil da gibt es so viele Interaktionsmöglichkeiten. Und Planet Zoo genauso. Planet Zoo kannst du auch wieder hin und wieder mal was interagieren oder kannst dich aufs Bauen konzentrieren. Und bei Plankosa ist das halt so mit der Timelapse, ne, dann tobe ich mich da volle Kanne aus mit dem, was ich da gerade mache, ne, was du da gerade siehst in der Timelapse, was ein bisschen vorgespult ist. Ein bisschen ist gut, ja, auf jeden Fall. Es ist viel schneller und, also im Gegensatz zu der Realtime und auf jeden Fall, ich möchte es wirklich so machen, wie ich es gesagt hatte, dass ich am Anfang, ne, so ein bisschen sage, das würde ich gerne heute machen, das möchte ich machen, das habe ich vor, das würde ich, das sehe ich da, das kriege ich vielleicht hin, schaffen wir nicht, weiß ich nicht genau, aber ich werde es so versuchen. Das würde ich dann in Realtime machen und danach kommt dann die Timelapse, wo ich dann Musik im Hintergrund laufen lasse und dann einfach nur am Bauen bin und nachher siehst du das dann verschnellt. Und danach kommt dann ein Drohnenrundflug, wo ich dann nochmal sagen werde, ich habe das geschafft und das habe ich doch anders gemacht und so. So ist mein Plan und damit wäre ich so confirm und da habe ich echt Bock drauf, da habe ich wirklich Bock drauf. Planet Zoo werde ich selbstverständlich weiter so bringen mit der Realtime, ne? Weil ich habe mich da einfach dran gewöhnt, außerdem ist halt echt chillig, ich kann da ein bisschen labern, kann ein bisschen machen, kann ein bisschen tun, kann interagieren und das liegt mir einfach und improvisieren vor allem. Und ja, ich habe übrigens, hatte ich ja in der letzten Folge angekündigt, habe ich eventuell ja doch wieder den Weg weggemacht, weil es hat mir einfach nicht gefallen. Das ganze Gebäude wäre zu riesig geworden und ich habe mir einfach gedacht, weißt du was, das mache ich jetzt nicht, kommt weg. Also der Weg, den wir da gebaut hatten. Und ich habe jetzt eine wirklich geniale Lösung gefunden. Da bin ich auch super zufrieden mit. Die lasse ich jetzt auch so. Was ich wohl sagen muss, ich habe die Zugstrecke immer wieder neu gemacht, weil, pass auf, jetzt kommt der Knaller. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Es sah nicht so toll aus. Und diese 14 Meter, ne, die machen mich echt fertig, dass der nicht kürzer geht, verstehe ich nicht. Aber naja, auf jeden Fall gab es eine wirklich krasse Sache, die mich gestört hat beim Zug. Und das waren die Pfosten von der Brücke. Kaum zu glauben, aber wahr, das ist so. Die Pfosten von der Brücke, die passten nicht so ganz von der linken und der rechten Seite. Und da war der innere Monk und sagte so, nein, Kollege, nee, so nicht. Du wirst die so lang neu ziehen, bis die gut aussieht, die Strecke gut aussieht. Und vor allem die Überfahrt. Oh Mann, ich lache da jetzt drüber. Da war ich echt verzweifelt. Und warum ich lache ist, ich hätte die eigentlich auch so lassen können. Ich hätte auch irgendwas drumherum bauen können. Ja, 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 aber irgendwie habe ich das nicht. Ich werde wahrscheinlich nochmal was drumherum bauen, aber ich wollte irgendwie beide Seiten gleich haben. Keine Ahnung wieso. Ich bin da so ein bisschen doof, glaube ich, drin. Und naja, auf jeden Fall. Ne? Und dann kriegst du das da wieder nicht hin. Und dann bist du da am Tun und am Machen. Und ach, das ist so lustig. Das sind so Sachen, die halten dann wieder auf. Aber naja, Endresultat sieht ja meistens relativ gut aus. Und wenn ich zufrieden bin, dann bin ich auch zufrieden mit dieser Folge. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Ne? Also wenn ich zufrieden bin, also
wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich gebaut habe, dann bin ich auch zufrieden mit der Folge. Ich glaube, das ist so besser erklärt. So, auf jeden Fall wünsche ich dir noch viel Spaß. Bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.